Hallo meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde von unserer Ultimate Tinkers Tools mit mir, dem Timo. Guten Tag. Mittlerweile habe ich das Blocktag mal geupdatet. Und unter anderem zum Beispiel bei der Copper Quest das wirklich zum Ork geändert, wie es damit halt standardmäßig ist. Und unten bei und die bei der Osmium Quest das auch zum Osmium Block geändert. Und so weiter und so fort. Und außerdem habe ich es mittlerweile auch geschafft, es in CurseForge zu integrieren. Das heißt, nicht bei externer Launcher Download, beziehungsweise externer Download muss dann mit Twitch Launcher zu installieren, sondern könnt ihr direkt über den Twitch Launcher installieren. Ja. Genau. Hatten wir hier noch was im Crusher? Nee. Hatten wir nicht mehr. Okay, gut. Perfekt. So. Perfecto Mundo. Gut, dann jagen wir noch das Copper durch. Guck mal, questmäßig nach, was wir dann noch so machen können. Erstmal, also wir sind danach nur noch bei Beginning. Und es fehlt noch ein bisschen Eisen. Ne, weil wir haben hier genau noch keins mehr. Ne? Das bedeutet, wir dürfen gleich noch am Main gehen und auch Richtung Diaspitz-Acke und so und dann Richtung Battery und Richtung Nether, ganz wichtig. Und das ist ja ein toller Bug. Etwas, doch, ist richtig. Das Icon wird nun nicht angezeigt. Wir müssen nämlich das Advancement Nether. Hier das. Nee, falsch. Kommt da noch. Wird doch freigeschaltet, das Advancement, ne? Deswegen ist da wahrscheinlich auch noch kein, ja. Genau, ja. Nicht wundern, hab nur die Quest Database reloaded, damit die Quests aktualisiert wurden. Genau, also wie gesagt, Eisen ist noch eine sehr wichtige Sache. Genau. So. So, aber ich glaube mal kurz, damit dieses Ding da weg ist. Ich habe doch guten Planks. Als ob das Mod Planks nicht annimmt. Ach. Momente. So, und wieder damit. Perfekt, um und durchchen. Dadam. Ja, genau. Da würde ich halt sagen, reparieren wir nochmal die Spitzhacke. Sollte ja mit einem Kabel erledigt sein. Und gehen nochmal kurz meinen. Guten Tag. Du-dum. Genau, hier hatten wir noch Silber, was wir noch nicht abbauen können, genau so wenig wie LED. Dann waren wir hier noch weiter unten. Genau, und hier haben wir aufgehört und haben hier einen Lavasee. Mit einem weiteren Emeraldo. Dann haben wir Copper. Da war viel, aber brauchen würde ich ihn ungern jetzt komplett zerstören. Komme ich mal so ein bisschen am Rand entlang. Whetstone? Silber. LED. Da mal Kohle.
immer wieder Lava. Genau. Haben wir hier den Emerald? Haben wir es von Twilight Forest geunlockt? Wir haben hier noch jeden. Ja, der ist in dem Moment jetzt blöd gelaufen. Fürs Kopper. Haben hier aber noch ein Imperium-Ohr. Wo ich persönlich natürlich überhaupt nichts dagegen habe. Okay, da geht es ja noch arg schön weiter nach hinten. Ja, und da war es mit unserer Spitzhacke am Ende. Also gehen wir wieder nach oben. Und nur zum, was war ich da? Nur zum Abkürzen. Ist mein Waypoint natürlich weg. Ja, müssen wir wohl doch hochlaufen, ne? Kommt davon, weil ich jetzt einen neuen Profil geladen habe, wegen Curseforge Dings, ne? Da haben sich wohl meine Waypoints gelöscht. Wo ich die Welt eigentlich ganz normal kopiert habe. Ich dachte, die Waypoints werden in der Welt gespeichert, aber wohl nicht. Naja. Hallo Schwein. So. Ja, genau. Gut. Genau, jetzt haben wir hier Eisen. Das reicht für 10 Eisen. Es gibt 10 Eisen, ne? Wenn wir jetzt hier hinten eben in den Crusher durchquaschen. Darf ich mal? Danke. So. Sind Eisen, ne? Wir haben hier noch genug. Ja, sehr gut. Ne, das gibt sehr schön und. Jetzt haben wir hier wieder Pulverized Iron. Das sind 10 Stück. Das reicht für genau, wartet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das reicht, perfekt, und wir haben sogar noch Gold rausbekommen, das ist ja, also Gold, ja, das ist sehr schön, Gold brauchen wir jede Menge, oder Aluminium, wo hast du. Aber das Gold, das ist lecker, das ist sehr lecker, das ist sehr lecker. Also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren, ne? Gut, dann machen wir hier schon mal. Wir hatten noch 3 Eisen übrig. Ich dachte, naja, machen wir uns auf jeden Fall schon mal die Spitzhacke, denn die brauchen wir auf jeden Fall. Sehr schön. Machen noch die, reparieren unsere Steinböcke. Gucken, ob die Game Rule überhaupt noch an ist. Game Rule, Keep Inventory. Tu, genau. Nicht, dass da irgendwie das buggt.
Genau, können uns dann noch schon mal ein wunderbares Schwert machen. Das brauchen wir nämlich. Eine wunderbare Schaufel. Die brauchen wir auch. Für die Quest halt, ne? Und wenn jetzt noch ein Eisen rauskommt, können wir uns auch noch eine wunderbare Axt machen. Dann hätten wir das auch schon sehr nice erledigt. So den gröbsten Teil der Quest, wenn ich noch ein Stick hätte. Was ich nicht habe. Das ist natürlich mal wieder schön, ne? Sehr schön nicht. Genau. Finden uns so die Diamond-Pickaxe. Das mit dem Erz lassen wir jetzt dann erstmal hier so gut sein. So dass wir wieder in die Mine runtergehen. Ne? Vorher mache ich mir hier noch Waypoint. Home. Perfekt. Und werden noch mal kurz ein bisschen minen gehen. Das Schwertchen werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das können wir auch sehr gut wegen dann auch Modifieren und so gebrauchen, ne? Für Haste. Die Emeralds werde ich auf jeden Fall mitnehmen, genauso wie die ganzen Erze, die da sonst noch rumliegen. Beziehungsweise Emeralds und so, und alles, was Iron braucht, werde ich erstmal weglassen, bis wir die Diamond Pickaxe haben. Bis wir Diamonds haben, denn Diamonds sind mir persönlich jetzt gerade wichtiger. Wie die Altbarkeit der Eisen-PX nicht verschwenden. Nickel-Ohr, das braucht auch Diamond. Das habe ich jetzt nicht. Wie viel einfach Diamond-Level braucht, ne? Naja, sei es drum. Ich werde mich jetzt gerade mal hier weiterbauen. Was haben wir denn da? Erde. Also wir haben hier hinten definitiv noch ein paar interessante Erze. Wo ich dann jetzt doch ein bisschen leider die Lava zerstören muss. Da habe ich einen Zombie gehört. Reisen nehme ich noch mit, weil das kann man. Osmium-Ohr. Ne, Osmium würde ich eigentlich gerade auch erstmal in Ruhe lassen, ne? Ach, guten Tag! Ja, das wäre es auch an der Stelle jetzt hier schon wieder. Ja, wir haben hier noch mehr Inferium. Inferium nehme ich immer gerne. Auch wenn was wegfällt. Ne? Ja. Dann, das Osmium nehme ich auf jeden Fall gerne noch mit. Was hatten wir hier hinten noch? Hier haben wir noch Redstone und Tin. Redstone und Tin, dann haben wir, das war Silber. Haben wir hier noch Kohle? Silber, womit ich halt leider deshalb noch. Also könnte ich was anfangen, ich möchte aber noch nicht, sagen wir so. Ne?
Ja, ne? Da muss ich dann doch kurz die Eisenpickaxe rausholen. Um mich hier. Genau, hier. Dich zu buddeln. Genau. Und ja, schon wieder nach oben zu gehen, weil die Pickaxe schon wieder hoch ist, ne? Und wir haben gerade oben drei noch nach. Mit schön ein paar Skeletten. Vielen Dank. Ja, da haben wir auch Quest Complete. Bauen. Zombie-Villager, nee. Das hätte doch jetzt wirklich nicht sein müssen. Ach, da oben ist die Spinne. Naja. Sei's drum. So, das kann weg, 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 das und das und das. Und ich nehme schon wieder viel so lange auf, dass dann, gut, nee, das nicht. Das, ja. Genau, dann, jage ich kurz hier drüben die. Wieder ausgewachsen, gibt's ja nicht. Jage ich kurz die Elmodag. Jage ich kurz hier die Erze durch. Und verabschiede mich schon mal für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Wertung da. Ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Bis dann, haut rein, tschüss und ciao.